Herzlich willkommen zu Folge 294 des FAZ Einspruch Podcasts, des Podcasts der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Mein Name ist Reinhard Müller, bin verantwortlich für FAZ Einspruch, Zeitgeschehen und Staat und Recht. Und heute ist der 20. März 2024 und mit mir in der Sendung ist der geschätzte Kollege Patrick Barners, verantwortlich für Geisteswissenschaften und Kulturkorrespondent in Nordrhein-Westfalen. Hallo Patrick. Hallo Reinhard. Ja, ein spannendes Programm wieder heute. Zuerst spreche ich mit der hessischen Digitalministerin Sinemus über die neue EU-Regelung, die erste ihrer Art weltweit, wenn man so will, zur künstlichen Intelligenz und auch zur Frage, wie Bund und Länder in der Digitalisierung aufgestellt sind. Dann werden wir einen Fall weiterverfolgen, über den wir schon berichtet haben. Und zwar ist das der Rechtsstreit zwischen Jan Böhmermann, dem berühmten ZDF-Satiriker, und einem Imker, der ja im Grunde eine Art Stich Jan Böhmermann versetzt hat. Und in der ersten Instanz ist Böhmermann unterlegen und jetzt hat er, wie angedroht, die zweite Instanz angerufen. Genau, und dann spricht Patrick Barners zu einem sehr spannenden und auch weiterhin zeitlos aktuellen Thema, nämlich der NS-Raubkunst, wo jetzt die frühere bisherige Limbach-Kommission durch ein Schiedsgericht ersetzt werden soll. Da geht es ja auch um sehr große Werte und sehr relevanten politischen Streit. Das Interview wird mit Matthias Weller geführt, der da ganz maßgeblicher Experte ist und Professor für bürgerliches Recht, Kunst- und Kulturgüterschutzrecht der Universität Bonn. Und zum Schluss habe ich wieder mal ein Buch mitgebracht. Diesmal geht es um einen ziemlich spektakulären Strafprozess der frühen Nachkriegszeit, und zwar den Prozess, in dem Ilse Koch, die sogenannte Hexe von Buchenwald, die Frau des Lagerkommandanten Kurt Koch, zu lebenslanger Haft verurteilt worden war. Da gibt es jetzt ein Buch einer Historikerin, die diese Prozessgeschichte aufrollt, im Grunde als einen Spiegel der Gesellschaftsgeschichte der Bundesrepublik und ihrer Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Ja, ein herzliches Willkommen der hessischen Digitalministerin Christina Sinemus. Frau Ministerin, die EU hat ja jetzt eine Regelung zur künstlichen Intelligenz beschlossen, als erste ihrer Art. Was finden Sie denn schlecht an der Regelung? Also ich finde grundsätzlich ist erstmal gut, um mit was Positivem anzufangen, dass wir uns auf europäischer Ebene mit einem Zukunftsthema so befassen, dass wir einen Rechtsrahmen schaffen. Aus meiner Sicht ist dieser Rechtsrahmen aber am Ende des Tages ein wenig zu kleinteilig geraten. Und eine Kleinteiligkeit von Regulierung birgt immer die große Gefahr, dass es Dinge, die es erst noch zu denken gilt, im Sinne von Innovationen, jetzt schon geregelt werden und damit überreguliert werden. Das heißt, was ich an dieser Regelung schwierig finde, ist, und ich glaube, dass Sie das Gesamtwerk ja sicherlich auch vorliegen haben, wir haben angefangen mit einem Regelungswerk von 100 Seiten. Das Ganze ist durch nach der Verabschiedung in Straßburg, ich glaube, über 400 Seiten dick. Wenn ich dann diesem Regelwerk auch regelgerecht umsetzen möchte, birgt es die große Gefahr, dass wir uns hier verüberregulieren und genau das Gegenteil von dem, was wir zumindest in Hessen erreichen wollen, nämlich Entbürokratisierung vorantreiben. Und das finde ich nicht so gut an dem AI-Act. Aber dass man überhaupt regulieren muss, ist für Sie außer Frage stehen. Man könnte ja argumentieren, lassen wir erstmal der Innovation freien Raum und gucken mal, ob später im Zuge von Anwendungen Regulierungsbedarf auftaucht. Also man könnte ja erstmal fragen, warum überhaupt Regulierung? Also ich finde, es kommt darauf an, wie man Regulierung fasst. Ich finde es richtig, wenn wir einen Rechtsrahmen setzen. Ein Rechtsrahmen für mich hätte auch heißen können, dass ich das, was in der Pyramide von insgesamt vier Bereichen der vertikalen Risikobenennung, also inakzeptables Risiko bis niedriges Risiko, schlichtweg so regel, dass ich sage, pass mal auf,
nur der Bereich, der in der Spitze, nämlich inakzeptables Risiko von uns benannt wird, den werden wir jetzt erstmal einschränken, also den verbieten wir, das Thema Social Scoring, und alles andere erproben wir erstmal, bevor wir regulieren. Das wäre aus meiner Sicht ein guter Kompromissweg gewesen, der mir gut gefallen hätte. Und was wäre jetzt mal konkret außer Social Scoring oder was genau wäre das inakzeptable Risiko? Was für Felder wären das? Ja, also für mich ist es vor allen Dingen das Social Scoring und dass man zusätzlich im Bereich dieser Regulierung auch ein paar Leitplanken setzt, nämlich dass man beispielsweise sagt, in der Entwicklung von KI-Technologien ist das Thema verantwortungsbewusste Technologieentwicklung mitzudenken und auch zu belegen. Ich kann ja, wenn ich von vornherein anfange, einen Anwendungsbereich zu programmieren, das so oder so machen. Und in dem Moment, wo ich das Thema verantwortungsbewusste Digitalisierung, verantwortungsbewusste KI-Systeme und Modelle entwickle und die dann sozusagen auch rechnen lasse, dann kann ich das auf verschiedenen Ebenen tun. Die erste wäre zu sagen, wertebasierte Softwareentwicklung. Die zweite wäre dann vielleicht auch zu sagen, energiebasierte Softwareentwicklung, nämlich Datenqualität in den Mittelpunkt zu stellen. Und die dritte wäre zu sagen, wenn ich dann ein Produkt ausrolle, gehe ich in mehreren Stufen vor. Und die erste ist eine Pilotphase, die ich auch ordentlich dokumentiere, dass ich nachher rückverfolgen kann, wenn es in die generelle Ausrollung geht, wo möglicherweise tatsächlich ein Risiko entstanden ist. Insofern wäre mir dieser Weg, dieser iterative Weg, lieber gewesen. Sie haben vorhin angesprochen, man ist ursprünglich anders und schlanker gestartet. Inwieweit trägt denn diese gesetzliche Regelung, die ja jetzt vom Europäischen Parlament letztlich gebilligt wurde, auch eine deutsche Handschrift? Ich sag's mal so, die deutsche Handschrift trägt sie zu wenig. Die Regierungsparteien haben sich zumindest, das war in meinen Gesprächen dort ziemlich offensichtlich, nicht mit einer Stimme von Anfang an vehement in die Diskussion rund um den AI Act eingebracht, sondern es war nicht die erste Priorität. Und gleichzeitig, und das kann ich jetzt hessische Digitalministerin sagen, ist für uns hier in Hessen das Thema KI und Digitalwirtschaft höchste Priorität. Insofern war das so ein bisschen Disbalance zwischen meiner Sichtweise und dem, wie ich in Brüssel gehört habe, dass sich die Bundesregierung in dem AI-Act und dessen Verhandlungen eingebracht war. Meines Erachtens war hier nicht die nötige Priorität und man hat nicht ja eindeutig genug in eine Stimme, nämlich die der Innovationsfreundlichkeit und der Optimierung der Wettbewerbsbedingungen für Unternehmen, gerade Startups und KMUs, sich eingesetzt. Liegt das auch daran, dass der Bund keinen vergleichbaren Digitalminister hat? Aus meiner Sicht in jedem Fall. Denn, wie sagt man so schön, wenn an einer Stelle, wenn es eine Beschwerde- und Ermöglichungsstelle gibt, man kennt das so schön aus der Wirtschaft, die da heißt One-Stop-Agency. Wenn es eine Stelle gibt, an der sozusagen gebündelt wird und dann auch umgesetzt wird, ist man immer effizienter, als wenn es auf verschiedene verteilt ist. Im Bund haben wir die KI-Zuständigkeiten auf mindestens mal drei Ministerien verteilt und damit ist schon vorherzusehen, dass die Einigkeit und mit einer Stimme sprechen da schwieriger ist, als es bei uns der Fall ist. Hier ist das Thema KI im Digitalministerium gebündelt. Und wenn ich zum AI-Act verhandelt habe, habe ich selbstverständlich die Ressortkollegen mit eingebunden. Ich war aber die Einzige, die dort sprechen konnte. Und ich bin froh, dass wir uns in die Verhandlungen haben einschalten können. So haben beispielsweise einige Start-ups mich begleitet, als ich mit der Generaldirektion dort diskutiert habe. Und dann haben wir in der Diskussion festgestellt, dass die Interpretation von Begrifflichkeiten, wie zum Beispiel Regulatory Sandboxes, von der Kommission anders gesehen wurde, respektive Generaldirektion, als von den Start-up-Unternehmern. Und ich glaube, dass es solche Graubereiche nachher auch sind, die dazu geführt haben, dass wir jetzt ein 400-seitiges Werk haben und wir nachher vermutlich auch wieder Interpretationsspielräume haben, die in der Umsetzung es den kleinen Unternehmen schwer machen werden, diese Regulierung in ihre Produkten mitzudenken. Ist denn die Stellung der Digitalminister in den Ländern wirklich stark? Hessen eingeschlossen, das sind ja trotzdem Querschnittsressorts. Das Budget ist beachtlich, aber dann letztlich im Gesamtvergleich doch überschaubar. Ist das wirklich, heißt das wirklich Digitalisierung ernst genommen oder ist es nur ein Feigenblatt?
Also es ist auf gar keinen Fall ein Feigenblatt. Wenn es ein Feigenblatt wäre, dann hätten sich die Ministerpräsidentenkonferenz auf Vorschlag der Digitalminister der Länder nicht eindeutig für die Gründung einer Fachministerkonferenz ausgesprochen. Wir werden im April, und das ist ja auch schon interessant, ich sage jetzt mal, der Schwanz wackelt mit dem Mund, also wir werden eine Fachministerkonferenz konstituieren und haben aber auf Bundesebene keinen einzelnen Fachminister, der nur für Digitalisierung zuständig ist. Normalerweise ist es in anderen Bereichen umgekehrt. Und das heißt, Sie reden dann mit vielen Ministern oder kommt da ein Staatssekretär oder wer ist denn der Ansprechpartner? Da werden die Digitalministerinnen und Minister der Länder sitzen da am Tisch. In manchen Ländern ist es so, dass der Chef der Staatskanzlei auch gleichzeitig Minister ist, die sogenannte MCDS, wie beispielsweise in Schleswig-Holstein, da ist der Kollege CDS und Minister für Digitalisierung. In anderen Ländern ist es so, dass das Digitalisierungsministerium mit im Wirtschaftsbereich ist, wie in Rheinland-Pfalz oder im Saarland. In Nordrhein-Westfalen ist das Bauministerium auch mit Digitalministerium. Insofern ist Hessen tatsächlich das einzige Land, was ein übergeordnetes Ministerium für alle Digitalisierungszuständigkeiten hat. Und in dieser Legislatur sind wir ja auch da nochmal aufgewachsen, weil wir jetzt auch den gesamten Verwaltungsdigitalisierungsbereich bei uns gebündelt haben, inklusive einer nachgeordneten Behörde, die für IT-Services zuständig sind. Insofern würde ich mir wünschen, der Bund würde dieses Modell mal mindestens ein eigenes Digitalministerium, idealerweise aber auch die gesamte Koordination und Bündelung an einer Stelle aller Hessen nachmachen. Das würde ich mir sehr wünschen und ich würde mich freuen, wenn das auch ein Vorbild für andere Länder wäre. Ich höre zumindest von Bundesebene, dass viele dieses Modell auch begrüßen würden und wünsche mir, dass das in der nächsten Legislatur auch umgesetzt wird. Denn ohne Digitalisierung im Querschnitt zu denken und zu machen, werden wir an Fahrt verlieren. Und das brauchen wir in diesem schnelllebigen Feld allemal. Merkt man das, dass Hessen vorn ist in der Digitalisierung, auch im praktischen Leben? Also ich sage jetzt mal Justiz, Bildung im Vergleich zu anderen Ländern oder auch in der Ansiedlung von Startups, weil die hier bessere Möglichkeiten sehen? Das merkt man ja. An drei Beispielen möchte ich das deutlich machen. Das eine ist, wenn Sie sich mal anschauen, als wir den Digitalbereich aufgebaut haben, wo wir da mit der Anschlussfähigkeit von mir priorisierten Bereichen im Anschluss Breitband, Mobilfunk, im Bereich Schule, Gesundheit und Gewerbegebieten lagen, so haben wir in den letzten 5 Jahren durch die Bündelung an einer Stelle deutlich zulegen können. Um nur mal das Beispiel Schule zu nennen. Wir hatten 30% aller Schulen gigabitfähig angebunden im Jahr 2019. Wir sind jetzt bei 97%. Das ist tatsächlich durch an einer Stelle, an einem Strang ziehen, deswegen deutlich schneller vorangekommen. Und das kriege ich auch von den anderen Kollegen rückgespiegelt. Das hier Hessen, im Übrigen auch vom Bund kriege ich das zurückgespiegelt. Auf, wie hat ein Unternehmer das so schön formuliert, auf der Überholspur gelandet ist und hier wirklich auch Vorbild für andere Länder sein sollte durch diese Bündelungsrolle. Das zweite ist in dem Zusammenhang, wo wir schneller geworden sind. Wir haben an den Schnittstellen, wo wir bisher keine eigenen Förderprogramme für Digitalwirtschaft hatten, um Start-ups und KMUs zu unterstützen, im Digitalministerium ein eigenes Förderprogramm aufgebaut. Das Förderprogramm heißt Distral. Und hier haben wir in den letzten 2,5 Jahren insgesamt 140 Projekte unterstützen können, haben als Land 40 Millionen investiert, haben aber auch 24 Millionen privates Kapital mobilisieren können, um diese Start-ups und KMUs der Digitalwirtschaft hier in Hessen weiterzuentwickeln. Damit haben wir über 1000 Arbeitsplätze gesichert und geschaffen. Und das wollen wir natürlich skalieren. Und das wollen wir auch in der Legislatur tun. Und insofern gibt es da auch einen messbaren Erfolg. Und das Dritte ist, durch den Digitalstandort, die starke Digitalwirtschaft, die wir haben, und wir haben hier deutlich zugelegt, wir sind im Moment bei 40 Milliarden Umsatz und wir haben in den letzten Jahren 10% zugewonnen. Das ist deswegen gelungen, weil wir den Rechenzentrumstandort auch deutlich in den Fokus gestellt haben. Das Digitalministerium hat ein Rechenzentrumsbüro gegründet, zusammen mit Wirtschaft. Das betreiben wir. Und wollen das auch in dieser Legislatur ausweiten, weil wir den Rechenzentrumstandort, und wir sind europaweit der stärkste Rechenzentrumstandort, weiter stabilisieren möchten. Wir haben BKICS,
Wir haben Rechenzentren und wir investieren auch in weitere Rechenzentrumsstruktur, indem wir beispielsweise KI Innovation Labs gegründet haben, die dann auch helfen, Startups ihre Piloten im Bereich KI zu rechnen. Die Corona-Pandemie war ja eine Geißel, die hoffentlich nicht wiederkehrt, aber sie hat natürlich auch die Chance gebracht, digital mehr auf die Beine zu kommen. Man hat jetzt aber als Vater schulpflichtiger Künder, aber vielleicht auch als jemand, der mit der Justiz ab und zu sich befasst, nicht unbedingt den Eindruck, dass diese Zeit, die ja gezwungenermaßen auch eine Hochzeit der Digitalisierung hätte werden können, dass die so effektiv genutzt wurde. Ach, also das sehe ich nicht ganz so. Also gerade in dem Bereich Schule, wir sind ja, wie gesagt, ein Querschnittsbereich, habe ich mit dem ehemaligen Kultusminister an der Schnittstelle doch deutlich vieles vorangebracht. Wir haben nicht nur gemeinsam die Gigabit-Fähigkeit der Schulen und das Ausrollen der digitalen Endgeräte vorangebracht, sondern wir haben auch Querschnitt gedacht und gemacht, indem wir beispielsweise in Hessen an alle Grundschulen einen Digitaltruck geschickt haben, der den Grundschulen und den Grundschülerinnen und Schülern deutlich macht, was heißt denn Digitales für unsere Zukunft. Und wir haben ein neues Schulfach entwickelt und auch in der ersten Phase pilotiert, heißt Digitale Welten, fächerübergreifender Unterricht. Das wird in dieser Legislatur in der nächsten Phase weiter ausgerollt. Und insofern haben wir auch da, finde ich, gerade in dem Bildungsbereich und Schulbereich doch deutlich mehr gemacht, als es im Vergleich in anderen Ländern stattgefunden hat. Blicken wir nochmal auf Europa mit der neuen gesetzlichen Regelung. Könnte es sein, dass das Investoren abschreckt, dieses von Ihnen ja beschriebene 400-Seiten-Werk, weil die Innovation, die großen Tech-Firmen, die Leute, die KI machen, ja vorwiegend nicht in Europa sitzen? Also ehrlich gesagt glaube ich, dass es die großen Tech-Firmen nicht abschreckt, weil die großen Tech-Firmen und auch die großen Unternehmen sind auf Regulierungen und ganz anders eingerichtet und können das auch in ihren sozusagen Organisationssystemen relativ schnell integrieren. Ich glaube, wo es eher eine Problematik geben wird, ist tatsächlich im Mittelstand, aber vor allen Dingen auch bei den Startup-Unternehmen. Und hier ist es unsere Aufgabe auch, oder ich sehe es auch als meine Aufgabe an, ihnen hier Unterstützungsangebote zu machen. Ein Unterstützungsangebot, was wir in Hessen entwickelt haben, ist den sogenannten AI Quality und Testing Hub und das KI-Innovationslabor. Das heißt, wir möchten unseren Startups die Möglichkeit geben, den Reallaboren ihre Produkte zu verproben. Und in den Reallaboren kann ich das und auch das ergibt der AI tun, ohne das Regelwerk zu berücksichtigen. Dieses haben wir noch rein verhandeln können in den AI Act und da wollen wir ein Unterstützungsangebot für unsere Startup-Unternehmen bringen. Und der AI Quality und Testing Hub hat die Aufgabe, hier im Land sogenannte Test-Tools zu entwickeln, die KI dann auch am Ende des Tages labeln oder prüfen können. Und auch das soll gerade dem Mittelstand helfen, hier schneller und besser einen solchen AI-Act in ihre Produkt- und Innovationspalette zu integrieren. Es gab ja so einen Aufruf zum Moratorium von gerade jenen, die KI entwickeln oder schon entwickelt haben, mit düsteren Szenarien und Drohungen. Wie sehen Sie das sozusagen, die Zukunft der künstlichen Intelligenz, wenn schon solche Rufe von den Machern kommen? Also erstmal möchte ich nochmal dazu sagen, dass als wir den Digitalbereich jetzt 2090 aufbauten, wir das Thema KI schon im Blick hatten, ohne dass wir die Diskussion rund um ChatGPT kannten. Und haben ein Zentrum für verantwortungsvolle Digitalisierung gegründet. Was macht das? Das versucht genau dieses Thema zu reflektieren, wie können wir hier in Deutschland verantwortungsbewusste KI von Hessen aus hoffentlich dann auch weiter ausrollen, weil das muss mitgedacht werden. Dieser Teil, schwarzes Szenario, KI wird uns alle als Menschen ablösen, ich sage es jetzt mal ganz platt, wurde in diesem Moratorium ja auch so ein bisschen angemahnt. Und deswegen muss ich sagen, dass ich es etwas janusköpfig finde, wenn ich einerseits sage, schwarz gemalte KI von Elon Musk und auf der anderen Seite die Zeit, in der ich ein Moratorium fordere, gleichzeitig ein eigenes AI-Unternehmen aufzubauen. Also das passt nicht so ganz zusammen und man könnte auch den Verdacht haben, dass gerade an der Stelle man versucht hat, sich durch dieses Annoncieren des Moratoriums einen Wettbewerbsvorteil durch die Gründung
Lösung eines eigenen KI-Unternehmens zu verschaffen. Auch das könnte man hineinhypothetisieren. Insofern fand ich das nicht so ganz eindeutig in dem, was dort drin stand. Vielen Dank. Also ein etwas optimistischer Ausblick. Vielen Dank, Frau Ministerin Sinemus. Ich kann versichern, dieses Gespräch wurde von wirklichen Menschen geführt, meines Wissens jedenfalls nach. Und ich kann es von meiner Seite auch bestätigen, dass das meines Wissens nach von einem analogen Menschen geführt wurde. Wunderbar. Dann diese Doppelversicherung zum Schluss. Ganz herzlichen Dank und wir bleiben am Ball. Vielen Dank. Ja, gerne. Tschüss. Wir kommen jetzt zu einem Kollegen, wenn wir ihn so nennen dürfen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auch irgendwie schon ein juristisches Risiko, Jan Böhmermann auch als einen Journalisten zu bezeichnen, der Aufklärung betreibt mit seiner Sendung ZDF Royal, ja, die erst einmal zum Lachen ist, aber natürlich auch Missstände aufdecken will. Und in dieser Anwendung eben dieser Technik, da bringt er nicht jedermann zum Lachen. Es entstehen dann bei dieser ja sehr robusten Form von satirischem Journalismus doch auch Opfer. Oder es gibt jedenfalls Personen, die sich als Opfer empfinden von Jan Böhmermann. Und er hatte sich in einer Sendung, hatte er das Thema behandelt, wie Unternehmen Möglichkeiten nutzen, sich als ökologisch besonders fortschrittlich darzustellen. Dafür gibt es ja längst ein Schlagwort, sozusagen auch bei den Handwerkern der Public Relations und der Imagebewirtschaftung. Da wird dann davor gewarnt, dass sowas auch nach hinten losgehen kann, wenn einem sogenanntes Greenwashing vorgeworfen werden kann. Also, dass man eigentlich nur die eigene Oberfläche des Unternehmens oder der Organisation grün anstreicht, aber in Wirklichkeit weiter Ausbeutung und so weiter macht. Und Böhmermann hatte gemeint, da gäbe es jetzt sozusagen eine neue Form dieses Greenwashing und dafür hat er dann den Begriff des Bee-Washing geprägt und damit möchte er bezeichnen, dass es Imker gibt, die Bienenvölker an Firmen vermieten. Und diese Firmen machen dann eben Werbung damit und stellen sich eben als Freunde der Natur und des Tierschutzes dar. Und einer dieser Imker, der da eben auch vorkam in der Sendung, Rico Heinzig, der fühlte sich dann an den Pranger gestellt und hat sich überlegt, wie reagiert er darauf. Ja, und dann hat er Böhmermann sozusagen mit seinen Mitteln geschlagen, aber die Frage, ob das eben die gleichen Mittel sind und ob er sie anwenden durfte, ist dann eben jetzt zum Thema dieses Rechtsstreits geworden. Er hat einen Honig, den er herstellt, dann mit dem Markennamen Beewashing Honey vermarktet, hat ein Plakat hergestellt, auf dem man ein Foto von Böhmermann sieht, der mit dem Finger zeigt und er zeigt dann eben in dieser Fotomontage nun genau auf diesen Honig, ein Glas von dem Honig von Imker Rico Heinzig und wird in einer großen Schlagzeile vorgestellt als führender Bienen- und Käferexperte, der angeblich diesen Honig empfehle. Böhmermann ist dagegen vorgegangen, hat also auch auf sein Recht am eigenen Bild beharrt und auf den Schutz seiner Persönlichkeitsrechte und ist allerdings vor dem Landgericht in Dresden zunächst einmal unterlegen. Wir hatten den Fall dann, das Urteil des Landgerichts schon einmal hier, Stefan Klenner und ich, in einer unserer Folgen besprochen. Ja, Reinhard, wie schätzt du das ein? Diese erstinstanzliche Niederlage von Böhmermann, was waren da die wesentlichen Erwägungen des Gerichts und wie tragfähig sind die mutmaßlich, wenn es da jetzt um die Überprüfung vor dem Oberlandesgericht geht? Ja, zunächst einmal ist genau der Punkt interessant. Stichwort, können wir ihn als Kollegen bezeichnen? Können wir natürlich, dass er sich ja sowohl als Satiriker als auch als knallharter Investigativjournalist sieht. Und er sagte in Reaktion auf die Entscheidung des Landgerichts Dresden, hier habe ein Satiriker gegen einen Satiriker vor Gericht gestritten, was ganz interessant ist. Und so ähnlich hat das Gericht ja auch aufgenommen. Es ging in der Tat um die angebliche Verletzung
zum Beispiel das Recht am eigenen Bild von Böhmermann. Und das Gericht hat aber eben darauf hingewiesen, dass eben auch nach Gesetz er das hinzunehmen hat als Person der Zeitgeschichte und weil seine berechtigten Interessen hier zumindest nicht überwiegen und dem Imker eben auch das Recht auf freie Meinungsäußerung und auf satirische Überspitzung zusteht und auch vielleicht ein Informationsinteresse der Allgemeinheit bedient. Und das ist ganz interessant insofern, als dass Böhmermann ja auch selbst, ohne den Imker zu fragen, mit dessen Konterfei, mit dessen Produkt, wenn man so will, mit dessen wirtschaftlichem Verhalten Werbung gemacht hat und ohne ihn zu fragen und sein Rechtsbeistand, sein Anwalt eben auch argumentierte, geht es um Recht gegen Wirtschaft oder auf der anderen Seite steht die Wirtschaft, das sagt sozusagen der sehr einflussreiche und sehr gut bezahlte öffentliche rechtliche Moderator, er kämpfe sozusagen gegen die Wirtschaft, aber im Grunde hat ja der Imker in einer ähnlich satirischen Weise das gemacht, was Böhmermann auch gemacht hat, weil Böhmermann jetzt so suggeriert hat, dann verdiene ich auf leichte Weise mein Geld, wenn das Urteil durchgehen sollte. Also insofern wird es natürlich interessant sein, was die Berufung ergibt, aber ich finde das jedenfalls im Ergebnis durchaus gerecht und nachvollziehbar. Und der Imker hat ja auch das nur in einem Markt angeboten, hat das dann auch gleich wieder gecancelt, auch wieder satirisch verhüllt, weil er auch vermeiden will wohl, wie er sagte, dass Böhmermann später Lizenzgebühren verlangt. Aber die Frage ist ja in der Tat, warum soll ein herausgehobener Satiriker als Person der Zeitgeschichte und der selbst die scharfe Feder führt, nicht hier mal in bescheidenem wirtschaftlichen Rahmen aufs Korn genommen werden? Also ich glaube, dass es eine richtige Abwägung war. Gibt es denn noch Spielraum, diese Frage neu zu betrachten, ob das als Satire erkennbar war oder nicht? Also ja, da hat ja das Gericht gesagt, es ist ja wohl klar, dass Böhmermann nicht, wie der Imker behauptet, ein anerkannter Käfer- und Bienenexperte ist. In der Tat, da gibt es natürlich Spielraum, klar. Also ich will jetzt nicht sagen, dass das zwingend so entschieden werden musste, aber dass das eine satirische Verfremdung ist, die auch sich erschließt, auch angesichts der Bekanntheit von Böhmermann, aber auch durch den Sinnzusammenhang und diese Wortwahl, scheint mir relativ klar zu sein, nachvollziehbar begründet. Da würde dann Böhmermann sozusagen auch seine eigene Prominenz möglicherweise zum Verhängnis, wenn man es jetzt sehr, sehr pathetisch formulieren will, also mehr als ein finanzielles Risiko trägt er in dieser Sache ja nicht. Aber man könnte sich vorstellen, wenn es jetzt ein weniger bekannter Satiriker gewesen wäre, wo man eben dann nicht als in Anführungszeichen normaler Fernsehzuschauer sofort das Bild eben dann erkennt. Und wenn man ihn kennt, weiß man eben auch genau, was er macht. Wenn es also ein weniger bekannter Satiriker gewesen wäre, dann wäre da vielleicht noch so ein Missverstehensspielraum gewesen bei der Beschreibung als führender Bienen- und Käferexperte. Ja, aber hier hat das Gericht, jedenfalls das Landgericht, erstmal festgestellt, das hat eben so etwas ganz Schlagendes, dass eben hier so ein ganz eindeutiger Widerspruch eben zwischen dem tatsächlich Gesagten und dem Wirklichen oder dem damit zu verstehen Gegebenen besteht. Und ja, in einer solchen offensichtlichen Diskrepanz besteht dann ja der Witz, besteht dann das, worüber man lachen kann. Ich meine, richtig ist natürlich, dass Böhmermann einen Grund hat oder einen Punkt hat, insofern als dass jeder nicht beliebig hinnehmen muss, auch der Prominente, auch die Person der Zeitgeschichte nicht, das kann ja noch viel prominenterer sein, dass mit ihm Werbung gemacht wird. Also klar ist, ich darf nicht ohne weiteres mit irgendeinem Spitzenstar ungefragt meine Produkte bewerben, aber ich glaube schon hier ist ja sozusagen, dass eine Reaktion im ganz bescheidenen Rahmen, eine Reaktion auch in satirischer Überspitzung auf eine satirische Verfremdung. Das gibt ja Böhmermann in seiner Stellungnahme hier wieder vielleicht satirisch überhöht, kämpft ein Satiriker gegen einen Satiriker ja auch zu. Und unter Gesamtwürdigung dieser Umstände und auch dieses kleinen Rahmens, also wirklich ein kleiner Imker, der nur in einem, zeitweise nur in einem Edeka-Markt, glaube ich, Werbung dafür gemacht hat, in Reaktion auf seine ohne Einwilligung eben selbstgenommenes Konterfei zur Werbung für Böhmermann, wenn man so will, halte ich das durchaus für eine vertretbare und auch gerechte Entscheidung. Wichtig scheint mir da auch, was du sagst, mit dem bescheidenen Rahmen. Weil es jetzt ja nicht so ist, dass dieser Imker nach allem, was man weiß,
sozusagen jetzt die Chance gesehen hätte, oh, ich werde prominent und nach der alten Regel von Reich Ranitzky, auch ein Verriss ist besser als gar keine Publicity für ein Buch, nutze ich jetzt diese Prominenz, indem ich eine große Werbekampagne starte für meinen Honig, vielleicht noch mit Unterstützung durch Medien, die auch noch mit Böhmermann ein Hühnchen zu rupfen haben. Aber das scheint ja eben überhaupt nicht hier vorzuliegen, denn dieses Plakat ist ja nur in einem einzigen Edeka-Markt, bei Edeka Scheller, aufgehängt worden und mittlerweile wird es auch nicht mehr verwendet. Also da scheint ja dieses Symbolische und damit auch sozusagen quasi Aktionskunsthafte der dieses Gegenschlags des Imkers Heinzig, das scheint damit ja eigentlich ganz gut belegt werden zu können. Und interessant finde ich aber auch, was du ebenfalls gerade erwähnt hast, dass Böhmermann inzwischen natürlich auch mit einem spöttischen Unterton, aber dass er inzwischen dann schon von seinem Gegner hier auch als einem Satiriker, also insofern formal betrachtet auch als einem Kollegen spricht. So hat er in einem Podcast im Hessischen Rundfunk gesagt, es träfen bei dieser Honiggeschichte zwei Satiriker aufeinander. Und dann sagt er, ja, jetzt sei es ja spannend, mal abzuwarten, ob das eine neue Form von Satire ist, dass wenn mir etwas nicht gefällt, ich dann quasi Persönlichkeitsrechte von Leuten verletzen kann und damit Produkte verkaufen kann. Was er selbst ja auch gemacht hat, also potenziell. Und deswegen finde ich, wirft das in der Tat auch ein Schlaglicht auf die Arbeitsweise dieser Art von Fernsehen, wenn man so will. Das hat ja früher Stefan Raab auch gemacht. Man pickt sich einen Bürger oder einen Clip raus, der nicht gefragt wird, der irgendwie was Witziges gesagt oder gemacht hat, macht damit ein Geschäft und sieht dann aber auch, dass das Folgen haben kann für die Betroffenen und reagiert dann selbst aber mimosenhaft, wenn die auf ja durchaus nicht unintelligente Weise wie hier zurückschlagen. Man könnte das Ganze ja auch als sehr einflussreicher Moderator, der von Satire lebt und davon lebt, dass er Leute ungefragt auch zur Schau stellt, könnte das ja auch mal gelassen sehen. Ja, und stattdessen stellt man fest, Böhmermann merkt vielleicht gar nicht, dass er da doch etwas im Glashaus sitzt. Und in der ersten Instanz hatte ja sein Anwalt noch auf einem kategorialen Unterschied bestanden hier zwischen den Aktivitäten der beiden Seiten und gesagt, hier steht Satire gegen wirtschaftliche Aktivität. Und diese wirtschaftliche Aktivität, die Werbung eben hier für diesen Imker, die kommt gar nicht in einen Bereich, wo man dann von Satire, also dann von Meinungs- und Kunstfreiheit sprechen kann. Und selbst wenn das auch so etwas versteckt hämisch gemeint ist, scheint es mir schon so ein bisschen riskant, dass bei dieser Aussage von Böhmermann, bei dieser Honiggeschichte treffen zwei Satiriker aufeinander, ja dann doch schon das Zugeständnis eigentlich gemacht wird. Man hat es hier mit zwei ähnlichen Aktivitäten zu tun. Und wenn dann da diese Verwechslungsgefahr zugestanden wird, wird Böhmermann sich vielleicht, wir wollen jetzt keine Prognose wagen, uns aus dem Fenster heraushängen, aber möglicherweise dann eben doch noch eine böse Überraschung erleben, wenn auch das Oberlandesgericht dann sagen sollte, ja, hier trafen eben zwei Satiriker aufeinander. Genau, das ist nicht ausgeschlossen, dass das natürlich noch weitergeht, weil es ja auch, könnte man sich vorstellen, auch um Verfassungsrecht geht. Also wenn das, je nachdem wie es ausfällt, dass das auch nochmal womöglich nach ganz oben geht zum Bundesverfassungsgericht, es geht ja schon um Kunstfreiheit, Persönlichkeitsrecht und so weiter. Als ob die das dann machen oder annehmen, ob es soweit kommt, ist die Erschöpfung des Rechtswegs, ist ja Voraussetzung, ist die nächste Frage. Aber jedenfalls ein ganz interessanter Streit mit einer höheren Dimension. In der vergangenen Woche kam eine für viele Beobachter dann doch überraschende Nachricht von der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien, Claudia Roth. Es hat eine Einigung gegeben über eine Reform des Verfahrens im Umgang mit Restitutionsansprüchen auf Kunstwerke, die in der Zeit des Nationalsozialismus geraubt oder ihren Eigentümern in anderer Weise entzogen wurden. Es hat ein Spitzengespräch stattgefunden und eine Einigung über Grundlinien dieser Reform zwischen Bund und Ländern unter Einbeziehung der kommunalen Spitzenverbände, weil ja sehr viele Museen in Deutschland im Eigentum der Städte und Gemeinden sind.
An der Universität Bonn gibt es eine in Deutschland ziemlich einzigartige Forschungsstelle, an der Juristen und Kunsthistoriker gemeinsam Provenienzforschung und sozusagen die Erforschung der Provenienzforschung, also auch Fragen der Grundlagenforschung und der richtigen Begrifflichkeit im Umgang mit Provenienzproblemen und Restitutionsfällen erforschen. Und ich freue mich sehr, jetzt als Gesprächspartner zu diesem Thema Reform des Restitutionsrechts, Abschied von der Limbach-Kommission, Herrn Professor Matthias Weller von der Universität Bonn zu begrüßen. Er bekleidet dort die Alfried Krupp von Bohlen und Halbach Professur für bürgerliches Recht, Kunst- und Kulturgutschutzrecht. Guten Tag, Herr Weller. Der Anlass, dass wir hier zusammenkommen, ist ja ein Ereignis der letzten Woche, wie Sie schon gesagt haben, nämlich eine gemeinsame Pressemitteilung von Bund, Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden zur Reform der sogenannten Beratenden Kommission. Die Beratende Kommission ist ja das zentrale Gremium in Deutschland, das über die Handhabung von Fällen zur Restitution nationalsozialistischer Raubkunst verfährt und entscheidet. Und seit einiger Zeit mehren sich die Stimmen, dass eine Reform vonnöten ist. Das hat sich auch niedergeschlagen in der Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung Seite 99, wo davon die Rede ist, dass die Kommission gestärkt werden solle. Es waren viele Vorschläge im Umlauf. Am Montag der letzten Woche hatte ja auch der Bundestag eine Anhörung mit einer ganzen Reihe von Expertinnen und Experten zum Thema. Und wenn man das so ganz grob sondiert, dann waren vor allen Dingen folgende Vorschläge für eine Stärkung bzw. grundlegenden Reform im Umlauf. Zum einen wurde darüber nachgedacht, ob man ein Restitutionsgesetz schaffen solle, das dann auch Ansprüche bürgerlich-rechtlicher Natur schafft, die man dann bei Zivilgerichten einklagen kann. Damit verbunden ist dann die Frage gewesen, soll man möglicherweise innerhalb der Zivilgerichtsbarkeit spezialisierte Spruchkörper, Restitutionskammern einrichten? Damit wieder verbunden die Frage, will man die auf allen drei Ebenen des Instanzenzuges haben oder vielleicht nur einen verkürzten Instanzenzug, bis hin sogar zur Frage, ob es sinnvoll sein könnte, einen Spezialsenat für Restitutionssachen einfach nur beim Bundesgerichtshof einzurichten, also als Eingangs- und zugleich als letzte Instanz. Ein anderer öffentlich-rechtlich aufgehängter Reformvorschlag war der Gedanke, dass man so etwas schaffen könnte wie ein Bundesrestitutionsamt, also eine Verwaltungsstelle, die letztlich kraft Verwaltungsakt entscheidet, und man dann im Nachgang zu dem Verwaltungsakt eine ganz reguläre verwaltungsgerichtliche Überprüfung dieser Entscheidungen nachschaltet. Und drittens, das ist ein Gedanke, der noch nicht ganz so präsent war, der aber nach meiner Auffassung ein sehr vielversprechender ist, das ist der Gedanke der Schiedsgerichtsbarkeit. Und genau das ist es jetzt, was die drei Ebenen des föderalen Staates, also Bund, Länder und kommunale Spitzenverbände, am letzten Mittwoch verlautbaren ließen, dass nämlich das Verfahren zur Restitution von nationalsozialistischer Raubkunst umgestellt werden soll in ein Schiedsverfahren, eingebettet werden soll in eine Schiedsgerichtsbarkeit. Das wird dann heißen, dass die bisherige Beratende Kommission auf dem Weg ihrer Stärkung sozusagen diesen Beratungsauftrag in dem Sinne verliert, dass das Gremium, in das sie dann umgewandelt wird oder das an ihre Stelle treten wird, nicht mehr nur Ratschläge erteilt. Können Sie skizzieren, wie aber dann sozusagen noch die Alternative aussieht, inwiefern wird ein Verfahren, was vor so einem neuen Schiedsgericht abläuft, denn sich anders gestalten? Was sind vielleicht auch die Vorteile gegenüber einem Verfahren vor einem ordentlichen Gericht?
nach meinem Verständnis der Beschlussvorlage, die ja auch veröffentlicht worden ist, unter Ziffer 1 sehen die BKM, die Länder und die kommunalen Spitzenverbände die Ersetzung der beratenden Kommission vor. Es ist also ein ganz neues System, das da auf die Bahn gesetzt werden soll. Und das ist eines, das in der Schiedsgerichtsbarkeit verankert ist. Das wirft natürlich jetzt viele Fragen auf. Wie soll das überhaupt aussehen? Was sind da Strukturen? Ich würde einfach mal so ein paar Eckpunkte benennen. Zum einen ist das Schiedsverfahren ja auf gesetzlicher Grundlage abgestellt. Das sind die Paragraphen 1029 folgende ZPO, sodass ein jedes Schiedsverfahren in diesem Bereich zugleich ein zentrales Petitum adressieren würde, nämlich die Kritik, dass bisher die beratende Kommission ja ganz ohne rechtliche Grundlage verfahren ist. Zugrunde lagen nicht bindende, nicht rechtliche, faktische Absprachen, die gemeinsame Erklärung von Bund, Länder und kommunalen Spitzenverbänden von 1999 zur Umsetzung der Washingtoner Prinzipien von 1998 und die gemeinsame Absprache von 2003 zur Einrichtung der beratenden Kommission. Diese beiden Absprachen, Erklärungen gelten als nicht bindend, als eine nicht rechtliche Grundlage. Und das ist zuletzt sehr stark kritisiert worden, sogar durch die beratende Kommission selbst. Und wenn man übergeht in ein Schiedsverfahren, dann hätte man zumindest eine gesetzliche Grundlage, auf der dieses Verfahren stattfindet, nämlich die Paragraphen 1029 folgende ZPO. Und das Smarte an diesem Modell ist zugleich, dass man eben kein spezielles neues Restitutionsgesetz schaffen müsste. Viele haben doch Bedenken vor dem Verfahren im Parlament. Es wird Zeit kosten, es wird schwierige Debatten geben. Und insofern ist eine Lösung, eine Struktur, die ohne eine spezielle, noch zu schaffende Gesetzgebung auskommt, eine, die durchaus Vorteile haben kann. Wie würde das konkret aussehen? Die Parteien würden nach den allgemeinen Strukturen des Schiedsverfahrensrechts die jeweiligen Schiedsrichter für das Schiedsgericht wählen, typischerweise vielleicht drei Personen auf die Schiedsrichterbank wählen, die eine Partei eine von ihr benannten Schiedsrichter, die andere Partei eine von ihr benannten Schiedsrichter und typischerweise würden dann diese beiden Co-Schiedsrichter, wie es oft genannt wird, den gemeinsamen Vorsitzenden bestimmen. Es sind auch andere Modelle denkbar, beispielsweise, dass eine Stelle geschaffen wird, die diese Verfahren administriert und dann vielleicht auch einen ständigen Vorsitzenden vorsieht für alle diese Schiedsgerichte und die Parteien eben nur die Co-Schiedsrichter benennen. Eine weitere Variante, die gerade in der Schiedsgerichtsbarkeit sehr leicht zu implementieren ist, ist, dass auch Personen ohne juristische Qualifikation zum Richteramt als Schiedsrichter fungieren können, theoretisch sogar ausschließlich nicht juristisch qualifizierte Personen. Das ist allerdings kaum jemals in der sonstigen Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit zu beobachten und ist vielleicht auch nicht wirklich ratsam. Aber es könnten natürlich entscheidende nicht juristische Expertisen ergänzt werden durch vielleicht eine Person aus der Providenzforschung und eine weitere Person aus der Holocaustforschung. Und so hätte man vielleicht ein Schiedsgericht mit fünf Personen, drei juristisch qualifizierten, eine aus der Provenienzforschung, wie gesagt, eine aus den Geschichtswissenschaften. Alle möglichen Varianten sind zulässig unter diesem oder in diesem Rechtsrahmen. Und das, glaube ich, ist ein weiterer Vorteil des schiedsgerichtlichen Modells. Wenn ich noch ein weiteres nennen darf, die Schiedsgerichtsbarkeit ist zu weiten Teilen gleichgestellt einem Verfahren vor staatlichen Gerichten. Es gelten beispielsweise vollumfänglich die Verfahrensgrundrechte für beide Seiten. Es gelten bestimmte Anforderungen an die Neutralität der Schiedsrichterpersonen. Es gelten bestimmte Professionalitätsstandards. Und vor allen Dingen der Schiedsspruch, also das Ergebnis des Verfahrens, ist nach Gesetz, § 1055 ZPO,
einem staatlichen Urteil gleichgestellt, sodass der Anspruchsteller dann auch, wenn ein solcher Schiedsspruch ergangen ist und er dann auch anerkannt wurde durch ein staatliches Gericht, dieser Zwischenschritt ist dann auch noch erforderlich, aus diesem Schiedsspruch vollstrecken kann. Er kann also das Ergebnis des Verfahrens zwangsweise durchsetzen, sollte dies erforderlich werden. Ein weiterer Vorteil der Schiedsgerichtsbarkeit, das ist die Überprüfbarkeit des Schiedsspruchs durch staatliche Gerichte. Vorgesehen in der ZPO ist, dass ein Schiedsspruch überprüft werden kann auf Antrag einer Partei durch staatliche Gerichte. Allerdings ist der Prüfungsmaßstab stark eingeschränkt. Zusammenfassend gesprochen können eigentlich nur sogenannte Ordre-Public-Verletzungen kontrolliert werden, oder das wären Gründe, weswegen ein Schiedsspruch aufgehoben würde. Und meistens in der bisherigen Praxis der Schiedsgerichtsbarkeit sind das Fälle der Verletzung des rechtlichen Gehörs oder sonstiger Verfahrensgarantien. Und ich habe jetzt den Eindruck, das ist eigentlich genau der richtige Prüfungsmaßstab für die Überprüfung eines solchen Schiedsspruchs. Noch ein weiterer Vorteil vielleicht: Ein solcher Schiedsspruch ist grundsätzlich weltweit anerkennungsfähig und vollstreckbar. Das bedeutet, wenn ein solcher Schiedsspruch ergangen ist, dann ist es grundsätzlich, Ausnahmen gibt es natürlich, nicht mehr möglich, dass nachlaufend nach diesem Verfahren dieselben Parteien um denselben Streitgegenstand vor zum Beispiel ausländischen Gerichten streiten. Dem ist dann einfach ein Riegel durch die Rechtskraft des Schiedsspruchs vorgeschoben. Und auch das ist ja eine Thematik gewesen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, dass nach Empfehlungen der beratenden Kommission durchaus Parteien Verfahren vor US-amerikanischen staatlichen Gerichten begonnen haben. Und auch das wäre wohl, man müsste das im Einzelfall noch genauer überprüfen, aber auch das wäre wohl im Grundsatz nicht mehr möglich unter einem schiedsgerichtlichen Verfahren. Vielen Dank. Wenn ich einen Schritt zurückgehen darf, um etwas aufzugreifen, was Sie ausgeführt haben über die grundsätzliche Funktionsweise eines Schiedsgerichts. So hat es ja bei der beratenden Kommission, die existiert jetzt 21 Jahre lang, hat es ja auch immer wieder Reformüberlegungen und auch Überlegungen über Änderungen der Arbeitsweise jetzt unterhalb der förmlichen Regelungen gegeben. Und unter anderem ist immer wieder auch über die Zusammensetzung der Kommission gesprochen worden. Eine Zeit lang wurde in der Öffentlichkeit dann sehr laut angemerkt, dass eigentlich die Opfer, insbesondere die jüdische Seite, gar nicht richtig vertreten sei in dieser Kommission. Und das ist dann auch geändert worden. Und ich hatte von außen immer ein wenig den Eindruck, mit Implikationen, die für die Arbeit der Kommission möglicherweise nicht so ganz einfach gewesen sind. Weil ein bisschen die Suggestion im Raum stand, sozusagen, dass auf der einen Seite Personen, die dann dieses Kriterium erfüllen, dass sie aus der jüdischen Gemeinschaft kommen, von vornherein schon gegenüber Restitutionsbegehren wohlwollend gestimmt sein müssten, und umgekehrt, dass die Vertreter von Museen oder auch Wissenschaftler, pensionierte Politiker von hohem Ansehen, die von Anfang an sich auch an dieser Kommission beteiligt haben, ja, dass denen da so etwas die Empathie fehlen würde. Das ist natürlich eine ganz zentrale Frage für die Akzeptanz, auch für die Legitimität des Verfahrens. Wie ist der Spruchkörper besetzt, wenn es darum geht, systemisches Unrecht aufzuarbeiten? Und ich glaube, es ist eine ganz einhellig vertretene Erkenntnis oder geteilte Erkenntnis der Transitional Justice Forschung, also der Forschung dazu, wie aus genozidalen Verbrechenszusammenhängen wieder übergegangen werden kann in eine Rechtsgemeinschaft, dass für einen solchen Übergang Aufarbeitungen auch juristischer Art notwendig sind, Kompensationen, Wiedergutmachungen in Anführungszeichen, auch Restitutionen erforderlich sind, und dass in den Verfahren, die dafür zu installieren sind, ganz klar eine starke Opferperspektive integriert sein muss. Damit stellen sich aber dann auch Folgefragen, wie das genau eigentlich auszutarieren ist.
Und Sie haben jetzt mit Blick auf die beratende Kommission natürlich schon den Finger in einen neuralgischen Punkt gelegt, so möchte ich es mal sagen. Wie würde man die Opferperspektive, die Perspektive der jüdischen Opfer, insbesondere des Holocaust, in ein solches Verfahren bestmöglich integrieren? Wenn wir uns da in Europa umschauen bei den anderen vier Kommissionen, dann sehen wir dort, dass dort keine Person ausgewiesen ist als eine Vertreterin, ein Vertreter, speziell, ich will mal sagen, der jüdischen Welt, der jüdischen Community. Trotzdem gibt es eine Vielzahl von Personen in den anderen Kommissionen Europas, die in irgendeiner Weise eine Verbindung haben zur jüdischen Community, zur jüdischen Welt, zur jüdischen Religion, zur jüdischen Geschichte, zur Holocaust-Forschung. Es wird nur nicht in dem Sinne so stark ausgeflaggt, wie es in Deutschland der Fall ist. Man muss vielleicht noch differenzierend hinzufügen, dass auf der Homepage der beratenden Kommission so simpel und zusammenfassend von jüdischen Mitgliedern nicht die Rede ist. Letztlich war aber der Reformschritt im Jahre, ich meine, es war 2017 oder 16, schon so beschrieben, auch von der Bundesregierung, dass jetzt mindestens ein jüdisches Mitglied beitreten solle. Und es waren dann letztlich zwei jüdische Mitglieder, die dort eingetreten sind. Und sie haben im Grunde genommen das Problem beschrieben, auch für diese beiden jüdischen Mitglieder, was ist eigentlich die Rollenerwartung an diese zwei Mitglieder innerhalb von insgesamt 10 Mitgliedern, wenn der Spruchkörper, die beratende Kommission, voll besetzt ist. Und das ist eben ein Kritikpunkt auch vielleicht von mir, dass das nicht wirklich definiert ist in der Verfahrensordnung. Letztlich scheint mir das Modell der Schiedsgerichtsbarkeit überlegen zu sein, indem es einfach sagt, jede Partei benennt einen Schiedsrichter, und die beiden verständigen sich dann gemeinsam auf den Vorsitzenden. Ja? Damit ist zumindest gesichert, dass jede Partei davon ausgehen kann, dass ein Schiedsrichter die Parteiperspektive zu Gehör bringt. Nicht als Interessenvertreter vertritt, aber zu Gehör bringt. Und dann ist eigentlich dem rechtlichen Gehör und auch der Balance Genüge getan. So funktioniert es jedenfalls in der allgemeinen Schiedsgerichtsbarkeit. Und da ist eigentlich das Modell relativ erfolgreich, obwohl dort auch Desiderate verbleiben. Es ist dann nämlich sehr, sehr entscheidend, wer sitzt da und wer ist in der Lage, vielleicht Gesichtspunkte besser zu vertreten als andere. Und die Frage, sind diese parteibenannten Schiedsrichter dann doch wirklich neutral, was sie eigentlich sein sollen? Oder identifizieren sie sich vielleicht doch etwas mehr, als man es denkt und als die Theorie das gerne hätte, mit den konkreten Interessen der Parteien? Das ist ein großes Streitfeld in der Schiedsgerichtsbarkeit selbst. Aber ein besseres Modell als dieses, um Neutralität und Balance herzustellen, ist uns, glaube ich, bisher nicht eingefallen. Als die Washingtoner Prinzipien verabschiedet wurden, als sich also die Staaten damals in Washington 1998 auf diese Prinzipien geeinigt haben, da gab es ja diese Losung, man wolle eine faire und gerechte Lösung im Einzelfall finden. Ich glaube, es wird manchmal vergessen, dass es ja hier um Lösungen und um Fairness und Gerechtigkeit in Fällen geht, wo häufig die eigentliche juristische Arbeit und Auseinandersetzung schon abgeschlossen war. So das, was manchmal als Schwäche dann auch des Systems, was sich aus den Washingtoner Prinzipien in der ursprünglichen Fassung entwickelt hat, dass es eben außerhalb des Gerichtssystems zum Beispiel, jedenfalls in Deutschland, sich abgespielt hat, dass, so wie es sich mir darstellt, hatte das doch auch Gründe in der Sache, als man ja auch mehr tun wollte, als man jedenfalls juristisch verpflichtet war zu tun, weil zum Beispiel diese Restitutionsgesetze der Nachkriegszeit schon ausgelaufen waren. Und mir scheint das gerade deswegen eben auch ein Typus von Leuten dann in diese beratende Kommission eingeladen wurde, die für so eine Art gesammelte Lebensweisheit stehen. Also jemand wie Richard von Weizsäcker,
Der ist sicher ein sehr, sehr guter Jurist gewesen, aber er hatte natürlich vor allem als Person eine ungeheure moralische Autorität in Deutschland. Kann man vielleicht sagen, dass man über diese Vorstellung so etwas hinausgekommen ist und heute eben doch denkt, Fairness und Gerechtigkeit im Einzelfall, das heißt stärkere Formalisierung, heißt mehr Vergleich, heißt doch stärkeren Rückbezug auch auf formale Regeln, als man sich 98 vielleicht ausgemalt hat, wenn man damals etwas naiv dachte, ja, es geht im Wesentlichen um ein paar ganz, ganz eklatante Fälle, die sozusagen noch übrig geblieben sind und die dann auf einem pragmatischen Weg auch fair gelöst werden können. Ich glaube tatsächlich, genau das ist die Situation, vor der wir stehen. Es ist vielleicht ein Anfangspunkt erforderlich gewesen, in dem man nicht mehr sagen konnte und wollte, als zu fordern, gerechte und faire Lösungen, so wie es ja niedergelegt ist in Artikel 8 der Washingtoner Prinzipien von 1998. Und diese Prinzipien sind ja bekanntlich Soft Law. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, was seit 1998 für eine Wirkmächtigkeit erzeugt wurde unter diesem Soft Law, dann ist das schon ganz beeindruckend, würde ich sagen. Natürlich gibt es noch viele Defizite und viele Baustellen, viele Hausaufgaben. Insgesamt aber für einen Soft Law-Prozess ist die Wirkmächtigkeit der Washingtoner Prinzipien ganz herausragend im Vergleich zu anderen Feldern des Soft Laws. Und trotzdem kommt dann in so einem Normraum, möchte ich das mal nennen, der Punkt, wo das Fallmaterial so reichhaltig geworden ist, dass man erkennt, es kehren die Konstellationen wieder. Es kommen dieselben Wertungspunkte wieder. Es formieren sich bestimmte Argumentmuster. Und meine These wäre, dass irgendwann ein Umschlagspunkt kommt, ein Tipping Point, kann man vielleicht auch sagen, in so einem neuen Normraum, in dem es beginnt, sich zu formieren, eine Grammatik der Gründe. Die ist natürlich dann noch nicht konsistent wirklich und sie wird natürlich auch nie vollständig konsistent sein. Aber es ist doch möglich, Beziehungen der Argumente und Begründungen zueinander zu erkennen, zu formulieren, zur Sprache zu bringen. Und da gilt einfach seit Aristoteles, dass im Wesentlichen Gleiches eben auch gleich zu behandeln ist. Und Ungleiches, wesentlich Ungleiches, auch also unterschiedlich behandelt werden muss. Das ist so eine Art Proportionalitätsprinzip. Und beides, Gleichheitsprinzip und Proportionalitätsprinzip, seit Aristoteles eigentlich das Zentrale, was wir abstrakt zu Gerechtigkeit sagen können. Die Gerechtigkeit braucht eine Struktur. Ich glaube, darüber sind sich alle einig. Und erst dann kommt zuletzt eben dieser letzte Sprung. Innerhalb dieser verbleibenden Zone des Dezisionistischen sind dann tatsächlich unterschiedliche Ergebnisse möglich, die gleich gut vertretbar sind. Das wird immer so bleiben. Nur der Raum, der im Moment gelassen wird, der ist einfach viel zu groß gegenüber dem, was man normwissenschaftlich mit dem Material machen kann. Und deswegen ist es im Grunde das Anliegen unserer Forschungsarbeit durch Rechtsvergleichung, durch die Vergleichung der Praxis in den verschiedenen Staaten, ein Regelwerk herauszudestillieren aus den einzelnen Fällen, mit dem wir dann die Logiken der Praxis zumindest einmal sichtbar und damit diskutierbar machen können. In der Pressemitteilung und in der Beschlussvorlage vom letzten Mittwoch ist ganz ausdrücklich davon die Rede, dass ein ausdifferenzierter Bewertungsrahmen geschaffen werden soll. Da wird also, und das begrüße ich ganz nachdrücklich, angekündigt, darüber nachzudenken, wie können wir das Regelwerk, das bisher gegolten hat, besser ausgestalten, damit wir vorhersagbarer sind, damit wir weniger streitanfällig sind, damit wir größere Konsenszonen im Entscheiden erreichen, geschaffen werden. Als im letzten Jahr der 20. Geburtstag der beratenden Kommission gefeiert wurde, war es schon etwas sehr, sehr Ungewöhnliches für eine solche staatliche Institution, dass ihr eigener Repräsentant, der Vorsitzende Hans-Jürgen Papier, sich mit äußerst scharfer Kritik
an der Kommission, nämlich an den Arbeitsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen der Kommission dann direkt zu diesem Jubiläum zu Wort gemeldet hat. Und unter anderem hat er mehrfach argumentiert mit der geringen Fallzahl, die überhaupt bearbeitet worden ist. 24 Fälle, wenn das noch der aktuelle Stand ist, also kaum mehr als ein Fall pro Jahr. Und Herr Papier hat eben suggeriert, das liegt dann am Verfahren. Das liegt unter anderem daran, dass bislang es den Parteien freigestellt war. Das heißt natürlich vor allem auch den Museen, von denen dann verlangt wird, etwas herauszugeben, prinzipiell freigestellt war, sich dem Verfahren vor der beratenden Kommission zu unterwerfen oder nicht zu unterwerfen. Jetzt könnte man denken, es wird auch andere Gründe gegeben haben dafür, dass diese Fallzahl so gering blieb. Es hat vielleicht eben doch auch etwas mit der Schwierigkeit der Sache zu tun und dass vieles zusammenkommen muss, dass eine Sache dann auch eine Streitsache sozusagen den Zustand hat, dass sie einer solchen Kommission oder auch einem Gericht oder künftig einem Schiedsgericht vorgelegt werden kann. Bei aller Vorsicht, die natürlich mit Prognosen immer verbunden ist, mich würde von Ihnen doch eine Einschätzung interessieren. Rechnen Sie denn nach dem Systemwechsel zur Schiedsberichtbarkeit mit der Möglichkeit eines wirklich deutlichen Anstiegs der Fälle, die dann künftig bearbeitet werden? Oder wird der Rationalitätsgewinn, den Sie ja beschrieben haben, dass Sie von ihm ausgehen, der Übergang eben zu einer stärkeren ausdrücklichen Regelorientierung, wird also der Effekt mehr darin bestehen, dass die einzelnen Entscheidungen vielleicht transparenter begründet sind, sich untereinander besser zueinander verhalten und so weiter, während man realistischerweise vielleicht sich nicht zu viel erwarten sollte, was nun ein tatsächliches Wachstum der erledigten Sachen dann angeht. Wenn wir uns in Europa wieder umschauen, dann sehen wir, dass die österreichische Kommission, der Kunstvergabebeirat, 380 Fälle entschieden hat. Die niederländische Restitutionskommission hat so ungefähr 170 entschieden. Die französische CIVS liegt bei einer vierstelligen Zahl, wobei sie auch sehr viele Verfahren hat, die mit Kulturgütern gar nichts zu tun haben. Das muss man schon auch mit berücksichtigen, aber doch eine hohe dreistellige Zahl im Bereich der Kulturgüter hat. Und das Vereinigte Königreich, Klammer auf, das aber nie besetzt war und damit auch nie durch den Nationalsozialismus gleichsam durchdrungen war, Klammer zu, hat auch so eine Zahl von 20. Und ich glaube, es würde einem jeden Spruchkörper sehr gut tun, wenn die Anzahl der Fälle, die zu entscheiden sind, eine gewisse kritische Masse übersteigt, weil es nur dann möglich ist, eine Maßstabspflege wirklich zu betreiben, ein Judiz zu entwickeln, ein Gefühl zu entwickeln dafür, wie der konkrete Fall, der jetzt ansteht, eigentlich liegt, auch im Vergleich zu anderen Fällen. Und für dieses Petitum sind 20 Fälle natürlich sehr viel zu wenig. Ich würde mir als Ideal wünschen, dass eigentlich nahezu alle, auch nur im Ansatz streitigen Fälle, in diese Schiedsgerichtsbarkeit gehen. Jetzt gibt es da allerdings auch gegenläufige Auffassungen und ich entnehme dem Beschlusspapier des Bundes der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände, dass auch in dem neuen Schiedsgerichtsbarkeitsverfahren ein Vorverfahren stattfinden soll, das verlangt, dass die Parteien hinreichend Bemühungen für eine gütliche Einigung unternommen haben. Also mit anderen Worten und im Klartext ist vorgesehen eine Art Sperrfrist, bevor man einseitig in das Schiedsverfahren hineingehen kann. Und dafür gibt es natürlich schon auch sachliche Gründe. Die Halter tragen vor, dass man doch erstmal auch vor Ort dezentral Provenienzforschung betreiben müsse, um sich ein Bild zu machen von der Konstellation, von dem Fall, der ansteht. Da ist natürlich etwas dran. Auf der anderen Seite ist es für die Akzeptanz auf der Seite der Anspruchsteller und es soll ja vor allen Dingen doch auch ein System sein, das die Erwartungen der Anspruchsteller erfüllt, schwierig, wenn man, ja, ich weiß nicht, auf eine unbestimmte Zeit hingehalten wird oder auch eine
klar bestimmte Zeit, 2 Jahre, 1 Jahr, 6 Monate, 5 Jahre, ich weiß nicht, was da dann letztlich bestimmt wird, davon abgehalten wird, in dieses Verfahren hineinzugehen. Ich glaube, ich finde das nicht optimal. Ich würde es einfach bei dem freien Zugang in das Verfahren belassen wollen. Und dann zeigt ja die Erfahrung aus der allgemeinen Zivilgerichtsbarkeit für bürgerliche rechtliche Streitigkeiten aller Art, dass trotzdem es oft zu gütlichen Einigungen kommt im Vorfeld. Auch wenn es Streitigkeiten gibt, gehen nicht alle Parteien sofort zu Gericht, sondern verständigen sich vielfach vorgerichtlich, außergerichtlich. Und ich würde meinen, dass dieser Effekt oder diese Erfahrung letztlich ausreicht, um auch in unserem Bereich einerseits gütliche Einigungen zu ermöglichen, andererseits aber auch den Zugang zum Rechtsschutz ohne Verzögerung bereitzustellen. Vielleicht muss ich an dieser Stelle einen Punkt ergänzen zur Struktur des Schiedsverfahrens, weil das sonst auch missverstanden werden könnte. Natürlich ist bei einem Schiedsverfahren grundsätzlich erforderlich die beiderseitige Einigung, eine Schiedsvereinbarung. Das ist Grundvoraussetzung für auch ein Schiedsverfahren. Da werden jetzt viele sagen, ja, aber dann haben wir doch dieselbe Situation, wie wir sie jetzt haben, nämlich dass beide Parteien einig sein müssen, bevor man in dieses Verfahren gehen kann. Das ist doch gerade nicht das, was wir wollten, sondern wir wollten doch eine einseitige Anrufbarkeit auf Seiten des Anspruchstellers erreichen. Und genau das kann man auch erreichen mit einer bestimmten vertraglichen Gestaltung. Und zwar der folgenden, dass nämlich die Träger, die öffentlichen Träger, die Eigentümer vorab verbindlich durch eine Willenserklärung an die allgemeine Öffentlichkeit, an die Allgemeinheit, also durch eine sogenannte Offerta ad incertas personas, ein Angebot aussprechen, dass sie mit jedem Anspruchsteller, der das später möchte, in ein solches Verfahren eintreten werden. Das nennt der Bundesgerichtshof in seiner Rechtsprechung ein stehendes oder auch manchmal ständiges Angebot. Und ich glaube, man versteht dann sehr leicht, wie jetzt diese einseitige Anrufbarkeit im schiedsverfahrensrechtlichen Modell konstruiert wird, nämlich eben durch eine solche vorab gegebene Willenserklärung, die auch rechtlich bindend ist, an die Allgemeinheit, damit auch an alle Anspruchsteller. Und wenn ein Anspruchsteller dann sieht, ich habe hier einen Fall, ich möchte einen Anspruch verfolgen, dann braucht er dieses stehende Angebot nur noch durch seine Annahmeerklärung anzunehmen. Und damit hat man eine Schiedsvereinbarung herbeigeführt. Und dieses System oder diese Struktur, diese Mechanik mag jetzt der einen oder dem anderen erst einmal ein bisschen sehr konstruiert vorkommen. Es ist aber die Mechanik, auf der die gesamte internationale Investitionsschiedsgerichtsbarkeit beruht. Wenn wir das mal zugrunde legen als das Strukturmodell, dann wäre meine Hoffnung schon, dass die Fallzahlen deutlich und signifikant steigen. Und das würde der Erfahrung, dem Judiz, der Einschätzungskraft des Spruchkörpers, der ja immer wieder neu zusammengesetzt würde durch die jeweiligen Parteien, schon sehr stark helfen. Ich würde auch erwarten, dass man dann die Begründungen öffentlich stellt, also nicht so verfährt wie sonst in der Schiedsgerichtsbarkeit, wo die Begründungen, die Awards, die Schiedssprüche nicht öffentlich gestellt werden. Das müsste man hier ganz sicher anders machen. Dass man dann auch nachlesen kann, warum hat wer, warum, wie entschieden. Und so müsste sich eine Expertise herausbilden, eine Qualifikation, eine stärker ausgeprägte Qualifikation im Umgang mit auch schwierigen Grenzfällen, die es natürlich immer geben wird. Zusammenfassend also, das Ideal für mich wäre, möglichst hohe Fallzahlen in dieser Schiedsgerichtsbarkeit, um damit bestmöglich umgehen zu können. Ja, mit diesem Stichwort Schiedsgericht ist eigentlich etwas ganz Neues jetzt in diese vielen schon als Verfahren erscheinende Restitutionsdebatte gekommen. Wir werden das hier im Einspruch-Podcast und in der FAZ weiter verfolgen und ganz bestimmt dann auch bei nächster Gelegenheit wieder auf Sie, lieber Herr Weller, zugehen. Vielen Dank, dass Sie uns heute diese Sache so ausführlich auseinandergelegt haben.
Vielen Dank Ihnen. Hat Spaß gemacht, diese Thematik mit Ihnen zu besprechen. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie die Entwicklung weitergeht. Jetzt kommen wir zu einem sehr spannenden Kapitel der deutschen Geschichte, die auch im Fall eines ähnlich gelagerten Falles auch nach Hollywood ging und verfilmt wurde, nämlich zum Fall der Ehefrau des Lagerkommandanten des KZs Buchenwald, Ilse Koch, die schon in der nationalsozialistischen Zeit berüchtigt war und gegen die dann auch mehrere Strafverfahren liefen, auch in der Nachkriegszeit. Ein vielleicht nicht exemplarisches Schicksal, aber ein sehr spannendes Schicksal, Patrick. Und dazu ist jetzt ein Buch erschienen. Dazu ist im Fischer Verlag ein Buch erschienen. Es heißt Im Bann des Bösen. Ilse Koch, ein Kapitel deutscher Gesellschaftsgeschichte 1933 bis 1970. Die Autorin Alexandra Pschyrembel ist Professorin für moderne europäische Geschichte an der Fernuniversität in Hagen. Dort ist sie die Nachfolgerin des Neuzeithistorikers Peter Brandt. Ganz kurz zu ihrem Werk, um sie ein wenig als Autorin auch vorzustellen. Sie hat in Berlin bei Reinhard Rürup eine Doktorarbeit verfasst über die Figur der Rassenschande. Also Rassenschande sowohl als eine juristische Figur des nationalsozialistischen Rechts respektive Unrechts, als dann auch eine Gedankenfigur, ein Schlagwort, ein Bild, ein Etikett, das sich verselbstständigt hat und das dann auch noch in der Nachkriegszeit, als diese Terminologie selbstverständlich komplett tabuisiert wurde, dann doch noch fortgewirkt hat. Sie hat sich dann habilitiert an der Universität Göttingen bei Rebecca Habermas, der kürzlich verstorbenen Neuzeithistorikerin. Und mit diesen Karrierestationen Berlin, Reinhard Rürup, Göttingen, Rebecca Habermas, sie war auch beteiligt an einem großen Forschungsprojekt zur Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft, sieht man schon, sie kommt aus der politischen Sozialgeschichte, aus der sogenannten Strukturgeschichte her. Und insofern interessiert sie an der Figur Ilse Koch, wie du schon angedeutet hast, in der Tat das Exemplarische, wobei dieses Exemplarische besonders hier darin liegt, dass in der Nachkriegszeit dann in der öffentlichen Berichterstattung über die Prozesse gerade betont wurde, dass man es da mit einer Frau zu tun habe, die eigentlich die alle Normen übertreten habe, die man eben in der guten Gesellschaft, deren Einhaltung man in der anständigen Gesellschaft, insbesondere von Frauen erwartete. Das heißt, aus heutiger Sicht liegt das Exemplarische dieser Dämonisierung, kann man in dem Fall schon auch sagen, des öffentlichen Bildes von Ilse Koch liegt darin, dass ja eine Person hier dann zu einem Monster gemacht wurde und sie gerade zu einer Ausnahmeerscheinung sozusagen stilisiert wurde. Und so dass dann die Gesellschaft insgesamt sich von ihr distanzieren konnte und man sich vorstellen konnte, ja, NS-Täter, das waren eben Personen wie diese in mancher Hinsicht eben so ganz als sehr abstoßend geschilderte Frau. Genau, das kommt ja in dem Namen der vielen, die vielleicht das Schicksal gar nicht so genug kennen, aber Hexe von Buchenwald zum Ausdruck. Jetzt mal vom Ende her gesehen, sie war Mutter von 4 Kindern insgesamt und wenn ich das richtig sehe, die einzige Frau, die in der Bundesrepublik wegen NS-Verbrechen eine lebenslange Freiheitsstrafe erhielt, die sich dann in Haft erhängte, die aber schon, und das ist auch interessant, in der Nazi-Zeit vor einem SS-Gericht stand. Ihr Mann wurde damals hingerichtet, sie selbst aber freigesprochen, jedenfalls nicht bestraft. Das kam erst später. Ja, das kam dann gleich mehrfach und das ist eben dann auch ein Thema des Buches, dass dann doch manche der Topoi in diesen verschiedenen Verfahren eben sich durchziehen und auch die in den Nachkriegsprozessen noch auf die Erkenntnisse aus diesem NS-Gerichtsverfahren zurückgegriffen wurde. Kurt Koch und seine Frau wurden also wegen Unterschlagung und ähnlicher Wirtschaftsvergehen wurden sie dann angeklagt.
Und es kam dann aber eben in diesem Verfahren kamen auch schon alle möglichen Dinge zur Sprache, die sozusagen den Lebenswandel dieses Ehepaars betrafen. Und es wurde dann geschildert, dass die da so ein, ja, dass die da so im Grunde so im Exzess gelebt hätten und Möglichkeiten eben nicht nur der Selbstbereicherung, sondern auch andere Möglichkeiten des Missbrauchs einer solchen Machtstellung, KZ-Kommandant und Ehefrau des KZ-Kommandanten, also in einer exzessiven Weise ausgenutzt hätten. Und diese Dinge kamen dann eben auch wieder in den Nachkriegsverfahren zur Sprache, weil man dann so zum Beispiel die Anlässe oder auch die Motive für die Misshandlungen oder sogar die Anstiftungen zum Mord meinte erklären zu können, die Ilse Koch vorgeworfen wurden. Du hast angedeutet, dass sie womöglich als Sinnbild des Bösen dargestellt wurde. Kann man daraus schließen, kommt das in dem Buch auch raus, dass vielleicht einige Sachen auch juristischer Art in den Nachkriegsprozessen übertrieben erscheinen, dass da ein Sündenbock gesucht wurde, dass hier mal eine einzige Frau, die in der Form verurteilt wurde, ein Exempel statuiert wurde? Ja, das kommt sehr differenziert im Buch auch vor. Im FAZ-Einspruch-Podcast dürfen wir vielleicht auch noch erwähnen, dass als rechtshistorischer Berater der Autorin der Hagener Rechtshistoriker Martin Otto tätig war, der ja immer wieder auch für die FAZ schreibt. Ja. Ich würde bei der Frage, was wurde vielleicht dann eben doch nicht bewiesen, weswegen sind möglicherweise sogar die Verurteilungen im Rückblick als problematisch anzusehen, würde ich zwei Komplexe unterscheiden. Das eine sind die Vorstellungen und Vorwürfe, an die sich unmittelbar eben diese auch in Amerika bis heute immer noch sehr weit verbreiteten Vorstellungen von der Hexe und so weiter sich knüpfen. Und das ging aus von dem Vorwurf, sie habe also angeregt, im Grunde angeordnet, dass Häftlinge, die tätowiert waren, umgebracht wurden, damit man aus ihrer Haut dann Alltagsgegenstände herstellen konnte. Also der berüchtigte Lampenschirm aus Menschenhaut, der wurde ihr zum Beispiel zugerechnet. Und da ist es so, dass man muss das natürlich alles sehr vorsichtig formulieren, aber soweit ist eben das KZ Buchenwald, die Menschenversuche, die es dort gegeben hat, auch das Interesse in Anführungszeichen eben der dortigen SS-Ärzte, was die Haut von Tätowierten und so weiter angeht. Da muss man nach heutigem Kenntnisstand sagen, und das hat eigentlich auch damals das Augsburger Schwurgericht in dem deutschen Prozess, der mit der Verurteilung zu lebenslanger Haft endete, damals auch schon festgestellt. Also da ist soweit diese direkte Verbindung zu Ilse Koch hergestellt wird und es die Vorstellung gibt, die Häftlinge wurden umgebracht, um sowas wie Lampenschirme herzustellen. Das muss man schon eben in den Bereich der Schauerlegende, also einer durchaus erklärlichen Übertreibung des Grauenhaften, was dort tatsächlich eben auch von Ärzten und unter Ausnutzung eben der Hilflosigkeit der Häftlinge gemacht wurde. Das ist eine solche übersteigernde Legende, die dann der Ilse Koch angehängt wurde. Die aber dann im Gericht auch nicht Grund ihrer Verurteilung war, oder doch? Nein, deswegen wurde sie nicht verurteilt. Sie wurde insgesamt zweimal verurteilt in der Nachkriegszeit. Das muss man jetzt auch noch erwähnen, weil das auch sehr wichtig ist für die politische Geschichte. Auch die Frage der Zuständigkeit, wer sitzt eigentlich zu Gericht, wer spricht dann das Urteil. Auch das wird sehr interessant, also auch im Sinne klassischer politischer Geschichte in dem Buch dargelegt. Sie wurde nämlich zunächst von den Amerikanern in Dachau vor Gericht gestellt. In dem großen Kriegsverbrecherprozess, wo es um KZ-Personal aus vielen KZs, nicht nur aus Dachau, ging. Auch da war sie eben schon die einzige weibliche Angeklagte, die verurteilt wurde. Und auch das damalige amerikanische Gericht hat sie, das Militärgericht hat sie bereits zu lebenslanger Haft verurteilt. Dann wurde dieses Urteil allerdings
überprüft. Und General Clay, der dafür zuständig war, als Gerichtsherr, hat dann angeordnet, die Strafe herabzusetzen auf 4 Jahre. Weil er das nicht für tragfähig hielt, wie das Militärgericht unter Anwendung einer amerikanischen Vorstellung sozusagen von gemeinschaftlicher Täterschaft eigentlich sozusagen aus dem der Bekämpfung des organisierten Verbrechens, wo man einen gemeinsamen Plan unterstellt, dass das auch in dem Fall der Frau des Lagerkommandanten, die jetzt vom Buchstaben des Lagerrechts noch nicht mal das Lager betreten durfte. Dass und man einige also sagen ja, ich glaube, ja, Eugen Kogon hat ja wohl auch gesagt, er habe sie nie gesehen, der war ja wohl Häftling im Lagerbereich. Aber ich verstehe das so, dass ihr sozusagen qua Funktion Taten zugerechnet wurden, für die es aber keinen einzelnen Beleg gab oder Nachweis ja, gab. Ja, so war das in dem Urteil des Militärgerichts. Das wurde dann deswegen von Clay eben revidiert. Und darüber wiederum gab es aber dann Empörung in Amerika und sogar eine Untersuchung des amerikanischen Senats. Und aus der ging dann hervor der Wunsch, de facto die Anweisung, dass dann die deutsche Justiz nochmal ein neues Verfahren abhalten solle. Und das wurde dann eben in Augsburg vom Schwurgericht durchgeführt. Und das fand dann aber, um jetzt auch ein bisschen etwas Technisches zu erwähnen, was dann für unsere Stammhörer vielleicht interessant ist, das fand sozusagen ja im Schatten natürlich der Verpflichtung statt, dass hier Ilse Koch aber nicht wegen Taten dann nochmal abgeurteilt werden konnte, die Gegenstand bereits des ersten Strafprozesses gewesen waren. Denn dieser erste Strafprozess hatte dann ja mit dem Umschreiben des Urteils durch Clay ja dann sein Ende gefunden. Es war nun aber so, dass in dem militärgerichtlichen Strafverfahren nur Straftaten gegen Ausländer, also nicht deutsche Staatsbürger, Thema waren. Sodass umgekehrt dann in dem Verfahren vor dem Schwurgericht in Augsburg eben es nur um Straftaten gegen deutsche Opfer ging. Und jetzt will ich noch, weil ich es eben angekündigt habe, ganz kurz noch erwähnen, den Punkt, in dem möglicherweise, dazu äußert sich Frau Schirembel jetzt als Historikerin nicht, das wäre dann vielleicht eine Frage für die Strafrechtshistoriker, den Punkt erwähnen, wo möglicherweise doch auch die Verurteilung zu lebenslanger Haft im Schwurgerichtsverfahren doch auf tönernen Füßen stand. Denn es wurde ihr dann Anstiftung zum Mord in 2 Fällen letztlich vom Gericht zugeschrieben. Und diese Fälle wurden natürlich dann in den Einzelheiten rekonstruiert. Aber da geht schon aus der Darstellung des Buches eben hervor, dass man vielleicht ganz vorsichtig sagen muss, dass auch in die Erzählungen dann eben von diesen Fällen, wo es so gewesen sein soll, sie macht einen Spaziergang, es kommt eine Gruppe von Häftlingen an ihr vorbei, sie macht eine Bemerkung über einen Häftling. Das wird dann von den Wachleuten so verstanden, dass sie jetzt also irgendwas anstellen sollen mit diesem Häftling und dann wird der Häftling totgeschlagen. Und da in dieser Geschichte, da sieht man schon, das war auch eine Geschichte, die, was natürlich nicht entlastend eigentlich ist, also das, so etwas wurde mit so vielen Varianten erzählt, dass man schon davon ausgehen kann, ja, das ist schon relativ häufig so vorgekommen, obwohl es eigentlich ja keinen Kontakt geben sollte zwischen der Frau des Lagerkommandanten und den Häftlingen, hatte sich eben über sie unter den Häftlingen, das ist ganz eindeutig, noch zu der Zeit, als das KZ bestand und als sie die Frau des Kommandanten war, wusste man das sozusagen über sie, dass sie sich so verhielt. Trotzdem dann, ob man aus diesen Geschichten, die über sie erzählt wurden, dann letztlich Fälle herauslösen konnte, wo man dann ja für den konkreten Einzelfall sagen muss, hier ist dann tatsächlich ein Mord geschehen und sie war die Auslöserin, aber ob sie im juristischen Sinne als Anstifterin dieses Mordes eingestuft werden kann, ist eben möglicherweise nochmal eine andere Frage.
Dazu nimmt Frau Spirembel, wie gesagt, nicht Stellung, aber da, auch da macht sie eben doch interessante Anmerkungen, was etwa das ziemlich Knappe und Summarische angeht der entsprechenden Ausführungen in dem Beschluss, den der Bundesgerichtshof darüber nämlich auch gefällt hat. Sie hat dann Revision eingelegt. Ihr Rechtsanwalt war der in der Nachkriegszeit dann eigentlich erst durch diese Kriegsverbrecherprozesse sehr prominent gewordene Alfred Seidel. Und der Bundesgerichtshof hat dann eben hier die Revision zurückgewiesen. Und da deutet eben Frau Schrempel schon an, dass der BGH da nicht so ins Detail gehen wollte, wie tragfähig sind eigentlich hier diese Fallkonstruktionen der Anstiftungen unter den geschilderten Umständen. Wobei nach heutiger Rechtsprechung das ja relativ einfach zu sein scheint, wenn man sieht, dass schon die Anwesenheit im Lager, zum Beispiel einer Stenotypistin, als Beihilfe zum Mord zugerechnet werden kann. Aber das war damals natürlich noch nicht Rechtsprechung, sondern verlangte sozusagen einen einzelnen Tatnachweis, wie das ja sonst auch immer der Fall ist. Aber jedenfalls ein sehr spannendes Schicksal und man kann nur gespannt sein auf die Lektüre, glaube ich. Ist natürlich vor einem erschütternden Hintergrund, aber auch justizpolitisch interessant. Wir kommen nun zum Ende der Sendung. Wer eine Hörerfrage hat oder auch Rückmeldungen oder Ideen für unseren Podcast, kann das gerne unter einspruchpodcast@faz.de einsenden und die Hörerfrage bitte dann als Sprachnachricht. Und die gleiche E-Mail-Adresse möchten Sie bitte auch dann verwenden, wenn Sie, worüber wir uns sehr freuen würden, an unserem Grundgesetzwettbewerb teilnehmen wollen. Noch bis zum 10. April besteht die Möglichkeit, einen Entwurf für einen Gastbeitrag für FAZ Einspruch an die Adresse einspruchpodcast@faz.de zu schicken. Thema dieses Gastbeitrags sollte nach Ihrer Wahl eine Auseinandersetzung mit einem Aspekt des 75. Geburtstags des Grundgesetzes sein. Möglich wäre es zum Beispiel ein bestimmtes Grundrecht oder auch eine Norm des Staatsorganisationsrechts als Lieblingsartikel herauszugreifen, aber selbstverständlich auch Reformen der Verfassung, die nötig sein könnten, anzusprechen oder etwas zur Entstehungsgeschichte des Grundgesetzes niederzuschreiben. Die besten Einsendungen werden wir auf FAZ Einspruch veröffentlichen und alle Einsender bekommen zudem 3 Monate lang kostenlosen Zugriff auf FAZ Einspruch. Und auf Instagram finden Sie uns weiterhin auf faz.einspruch. Und unter frankfurterallgemeine.de/referendariat können sich auch angehende Referendare im Justiziariat der FAZ bewerben und damit auch im weiteren Sinne Teil von Einspruch und möglicherweise des Podcasts sein. Für heute bedanken wir uns sehr für Ihr Interesse, Ihr Zuhören und wünschen eine schöne Woche und bleiben Sie einspruchtreu. Ich schließe mich an. Treue Einspruch gegenüber erfreut uns, aber erleben Sie bitte auch andere schöne Dinge in dieser schönen Woche vor der Karwoche. Wunderbar. In der Ostern machen wir eine kleine Pause, sind dann aber danach wieder für Sie da.